herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute wieder eine kleine Happy Mail mitgebracht. Ja, und warum filme ich die diesmal? Das ist mein erster Versuch, eine Shabby Romantic Vintage Happy Mail zu machen. Ja, das mit Shabby habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Struktur passte, sei Dank. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, könnt ihr jetzt gerne machen. Und ich freue mich über Austausch, Kommentare und Co. Ja, über Abonnenten eh und sowieso. So, was habe ich denn gemacht? Ich habe hier für die liebe Nicole eine Happy Mail. Natürlich strahle ich dieses Video erst aus, wenn sie die in den Händen hält. Und zwar habe ich hier ein altes Buchcover genommen. Das Buchcover mit Leinen bezogen, mit einem Leinstoff. Komplett. Jetzt möchte Bonnie gerne rein. Bonnie lassen wir natürlich rein. Rumi liegt ja auch schon zu meinen Füßen. Und unsere Katzen werdet ihr alle noch kennen. Oh, komm rein. Ja, die Katzen können das Schild on air nicht lesen, was von meinem Zimmer steht. So, und jetzt habe ich hier alles einmal umgeworfen auf dem Weg. Rumi stört das gar nicht, der schläft weiter. So ist das als Krater. Da kann man auch mal weiter pennen, wenn hier alles auseinanderfällt. Nun gut, zurück zu Happy Mail. Hallo Katzen, zurück zu Happy Mail. Ja, ich habe hier ein echtes altes Bild reingepackt. Das habe ich. Das war ein Scheunenfund. Ein Freund von uns hat einen alten Hof gekauft mit einer alten Scheune. Und dort habe ich ein Körbchen mit Bildern gefunden, die er mir geschenkt hat. So, ich habe dieses Büchlein mit Leinen bezogen und mit Strukturpaste bearbeitet. Habe hier ganz viel rumgekleckst, dass es richtig schön oll aussieht. So, dann habe ich das Papier New England von Stamperia ausgeschlachtet, um hier Pockets zu machen, ein Bellyband, nochmal Pockets dran. Hier habe ich ein bisschen gefärbtes Band reingepackt und ein paar Büroklammern mit Spitze und mit Washi. Die habe ich jetzt gerade nicht abgemacht, um es euch zu zeigen, weil ich die mit meinen Fingernägeln echt schlecht drauf kriege. Ich bin wirklich gespannt, wie lange ich das noch aushalte. So, also mit den langen Fingernägeln meine ich. Meine Tochter besteht drauf, dass sie so bleiben. Ich bin da nicht so ganz begeistert von, weil sie wirklich lang sind. Und sie mich beim Basteln irgendwie stören. Ich habe Klebstoff an Fingern. Ich habe nämlich hier gerade an dem anderen Projekt gearbeitet. Und dann nochmal eben hier den letzten Schritt gemacht, damit ich das morgen auf dem Weg zur lieben Nicole bringen kann. So, nun habe ich hier ein bisschen ausgeschnittenes Designpapier. Das werde ich jetzt hier in das Bellyband packen. Dann habe ich, ich wollte das ja mit euch zusammen hier einpacken. Was habe ich dann noch hier Schönes? Dann habe ich hier eine Brottüte gepackt mit weiteren Sachen. Und zwar noch von dem schönen Papier. Ein kleiner Kaskadenblock. Und auch nochmal zwei Karten von dem schönen New England Papier. Ich finde das einfach so passend und so shabby tippitoppi. Bin mal gespannt, wie Nicole das findet. So, und das Ganze wohnt dann hier in dem Tütchen. Und ich will das extra so verpacken, dass oben der Doily so ein bisschen raussteht. So, und das zieht jetzt hier in diese Pocket ein. Knister, knister, das ist gerade das Schöne daran, ne? So, dass man den Doily hier oben noch sieht. So, dann habe ich noch zu bieten ein kleines Vintage-Blättle. Einfach, das könnte man als Heftchencover benutzen oder irgendwas. Jetzt ist es einfach nur zum Schreiben da. Dann habe ich noch ein Schmetterling-Lesezeichen. Der Schmetterling ist nicht ganz so shabby, aber ich fand, der passt da einfach zu dem Papier ganz gut. So, der darf hier nämlich auch von. Auf diese Seite zieht rein ein Block. Ja, ist auch aus einem Stamperia-Papier. Ich weiß gerade nicht mehr welches. Und ich glaube, das hier war auch aus dem Blue Dream, wenn mich nicht alles täuscht. So, und hier habe ich einfach ein bisschen Papier verarbeitet.
Und ich finde einfach, farblich ist das hier Chevy Deluxe. Hellblau, weiß, ein bisschen Oll. So, auch hier haben wir wieder ein Vintage-Papier. Ein bisschen, also Tee gefärbt auf jeden Fall. Ein bisschen geknittert, fasst sich gut an. Farbe ist auch genehmigt. Wie ihr das seht, das hier lasse ich ein bisschen rausgucken. Dann habe ich eine geprägte Karte, die man natürlich weiterverwenden kann. Der Sinn einer Happy Mail ist ja, dass man tolle Sachen bekommt. Tolles Material, was man danach weiterverwenden kann. So, hier habe ich einen kleinen Umschlag mit ein paar Sticker. Sticker kann jeder Junk-Journaler immer benutzen, immer gebrauchen. Und das zieht hier auch mit ein. So, jetzt kommen wir mal zu den unteren Teilen. Ja, ich habe es mir diesmal, was den Inhalt angeht, ein bisschen leichter gemacht, weil ich einfach von dem New England Papier hier die Themen benutzt habe, also die Tags und die ganzen Sachen, die ich hier drauf geklebt habe. So, hier habe ich noch ein paar Tabs und noch ein Mini-Tag, alles in weiß, so Shabby-Style, in einem kleinen Umschlag. So, der Umschlag hat ja auch übrigens, kommt aus einer Daphne's und ist von so einer schönen Shabby-Schick-Seite. So, und genau auf dieser Seite hätte ich auch nochmal einen großen Tag zu bieten. Einen kleinen Tag habe ich auch noch zu bieten. Und eine kleine Glasinbeutel, kleiner Umschlag mit echten alten Glanzbildchen. Die sind noch aus der Schulzeit meiner Mutter. Nicole, falls du mal dieses Video guckst, die sind wirklich alt. Wirklich, wirklich alt. Ja. So. Das ist der wesentliche Teil meiner Happy Mail. Was ich noch mit dazu packe, sind noch ein paar alte Bibelseiten. Ihr wisst ja, ich habe eine alte Bibel geschlachtet von 1860. Nicht nur eine, ich habe sogar zwei alte schwedische Bibeln geschlachtet. Und da packe ich ein paar Seiten mit rein. Und noch zwei Servietten, von denen ich finde, dass sie einfach ganz gut zu diesem Thema passen. So, und jetzt werde ich das ganze Schatzi hier noch anständig verpacken, sodass das möglichst, genauso wie ich es jetzt gepackt habe, unzerknittert, seinen Bestimmungsort erreicht. Ja, dann war das ein kurzes, knappes, süßes Video. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und falls euch mal der Sinn nach Happy Mails steht, da gibt es diverse Gruppen bei Facebook. Happy Mail Deutschland, Happy Mail Vintage. Wobei bei Happy Mail Vintage, da ist wirklich der Anspruch an Vintage-Buster. Und wenn du da noch nicht so sicher bist, dann übrig noch ein bisschen. Die Leute, die dabei sind, die machen echt super coole, tolle Vintage-Sachen. Gut, jetzt haben wir mal eine Shabby-Übung gehabt. Die war echt herausfordernd. Also ich habe da wirklich mehrere Schichten gebraucht. Mehrere Anläufe, dass ich das in so eine Richtung hatte, wo es mir gefiel. Ich bin sehr gespannt, wie es Nicole gefällt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anstiften, auch mal bei so einer Happy-Mail-Aktion mitzumachen. Ja, wie gesagt, Spaß macht's und man kriegt auch immer richtig tolle Sachen zurück. Also es ist ja so, dass man nicht immer mit der gleichen Person tauscht, sondern man schickt in eine Person und eine andere Person schickt einem selber was. Das heißt, ich kriege jetzt nichts von Nicole, ich kriege was von wem anders. Und auch da bin ich schon sehr gespannt, weil es ist auch noch nicht angekommen. Und ja, das war es erstmal soweit von mir. Und ich wünsche euch einen schönen Basteltag, Nachmittag, Abend, schöne Zeit. Und sage mal, bis demnächst in diesem Kino.